Ich bin ein Stockwerk höher gegangen und direkt abgebogen in das erste Räumchen, das sich mir öffnete. Und bin in der Ausstellung von Fossilien gelandet. Also mal was weniger kulturell Interessantes, sondern eher für den Naturwissenschaftler. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich schon da bin, dann wollte ich euch ganz gerne alles zeigen. Hier sehen wir versteinerte Brachiopoden. Die stammen aus dem Kambrium. Die sehen aus wie Muscheln, sind aber keine Muscheln. Sind zwar genauso aufgebaut oder sehr ähnlich aufgebaut, sind aber nach dem Kambrium sofort ausgestorben während eines Massenaussterbens. Ein ähnliches Schicksal wie die Brachiopoden ereilte auch die Trilobiten. Hier haben wir welche aus dem Ordovizium. Man kann sich hier massig davon anschauen. Wie ich im Schild nehmen konnte, sind die hier aus, stammen die hier aus Südchina. Hier sind wirklich allerhand Schätze versteckt, die man betrachten kann. Deswegen gibt es immer nur kleine Ausschnitte von diesem und jenem. Wir schreiten weiter voran in die Karbonzeit, der wir unsere Kohlevorkommen zu verdanken haben. Damals war ja der größte Teil der Landmassen von Wäldern bedeckt, von primitiven Wäldern aus Baumfarnen und Schachtelhalmen, die monströse Größen erreichten. Es ist allerdings nicht alles zu Kohle geworden. Manche Pflanzen sind auch versteinert und hier sehen wir einen versteinerten Baumstamm aus der Karbonzeit.